Jedes Kilowatt auf dem Dach ist wertvoll. Es braucht einen Haufen Solateure, wie es Handwerk momentan sowieso einen Haufen Leute braucht. Es braucht auch auf den Dächern viele Leute. Wir hatten Spengler dabei, Holzbauer. Und das ist schon cool, dass wir so miteinander den Austausch haben können. Jemand hat noch etwas mehr dazu sagen. Und ich konnte sehr viel profitieren, weil ich dann gemerkt habe, ich kann die ganzen Module vernetzen miteinander und da dann eigentlich so auf Papier bringen und die Anlage planen von Grund auf. Man nimmt so viel mit, was einem sicher weiterbringt. Der Solateur und der Projektleiter Solarmontage mit Fachausweis ist die Ausbildung für Montagepersonal und praktisch arbeitende Leute, die eine Weiterbildung machen wollen, aber nicht ein Studium, sondern eine praktische Weiterbildung. Die Schweiz hat sich zum Ziel gesetzt, möglichst viel erneuerbare Energien im eigenen Land zu erzeugen. Da dabei gibt es nebst der Wasserkraft auch die Sonnenkraft, die natürlich in der Schweiz vorhanden ist und da wollen wir ausnutzen. Das ist ein ganz klares Ziel auch von der Energiestrategie, die der Bund erlaubt hat. Und da bilden wir mit unserer Ausbildung einen wichtigen Anker, dass man da sich auch weiterbilden kann auf dem Bereich, sich kann vernetzen kann, sich das Wissen kann holen kann, dass man da tätig sein kann. Mit den bildungsoffensiven Gebäuden wollen wir in den nächsten Jahren möglichst viele Fachkräfte dazu ausbilden, damit die Klimaziele vom Bund erreicht werden können. Wir haben hier 200 Ohm Widerstände drin, alle Spannungen. Die Weiterbildung Solateur besteht aus 7 Modulen im ersten Teil, da haben wir Energie, Umwelt, Markt, welches so der Einstieg ist, wo wir die Leute ein bisschen auf die Energiestrategie, auf Energiethemen sensibilisieren. Dann kommen die 3 Grundlagenmodule, einerseits Elektrotechnik, Wärmetechnik und Grundlagen Dach und Wand, wo die Arbeitssicherheit drin ist, was ein sehr wichtiger Teil ist. Anschliessend kommen dann die 3 Fachmodule, wo wir Fachrichtung Photovoltaik haben, Fachrichtung Solarthermie und Wärmepumpen. Bei den Dozierenden legen wir recht Schwergewicht darauf, dass sie fachlich sehr gut daherkommen. Das heisst, dass sie praxisnah sind, dass sie in der Wirtschaft verbunden sind und wirklich die Aktualitäten vom Markt weitergeben können. Man sieht, wie die Warmwasseraufbereitung durch die Leitung in den Speicher geht und nachher in die Hausverteilung geht. Und da können wir da alles eins zu eins zeigen, ohne Foto und Schema. Und das ist etwas, was für Kursteilnehmer sehr eindrücklich ist. Wir stellen fest, dass das Wichtigste in dieser Branche das Interesse an der Technologie ist und dass man in einem Betrieb arbeiten kann, der Solar montiert und umsetzt. Es kommen viele Branchen zusammen. Du hast den Stromer, wo du auch etwas machst. Du hast Spengler-Sachen, wo du etwas machst. Du hast Dachdecker-Zeug. Manchmal musst du vom Dachaufbau etwas wissen. Es ist mega breit gefächert und das ist einfach Hammer. Es ist eine Bereicherung für jeden Betrieb, wenn jemand den Solateur gemacht hat. Man hat eine ganze Bandbreite von Heizung, über Warmwasseraufbereitung, über Stromproduktion. Und die ganzen Schnittstellen kann man natürlich gut auch miteinander verbinden. Was ich auch mitgenommen habe, ist sicher das grosse Spektrum dieser Ausbildung, inklusive auch Solarthermie und Wärmepumpentechnik. So als Frau wird man gut akzeptiert. Es ist auch nicht mehr so wie früher. Man wird nicht dumm angeschaut und man wird auch respektiert. Und ja, es helfen einander alle ein bisschen. Ja, die NIV-Ausbildung noch gemacht, nebst dem Solateur, dass ich eine ganze Solaranlage abwickeln kann, von A bis Z. Man eignet sich Wissen an, neues Wissen, jetzt gerade bei mir als Spengler, das ich nachher auch im Berufsalltag brauchen kann oder dann für die Firma kann brauchen und die Leute dann so überzeugen kann, eben eine Anlage dann zu montieren. Meine Motivation war, weil ich auf dem Holzbau arbeite und viel mit dem Dach zu tun habe, dass ich eigentlich den Kunden beraten kann, was sie machen sollen und auch noch mit anbieten, dass die Kunden eigentlich einen Ansprechpartner haben und merken, da ist auch noch jemand, der noch mehr weiss als nur vom Holzbau. Es lohnt sich, zum Solateur zu werden, da ganz viele offene Stellen frei sind, einfach aufgrund von dem, dass die Nachfrage von Solaranlagen riesig ist und wir müssen irgendwie die Energiestrategie erreichen und darum brauchen wir da ganz viele Leute.
da wird sicher die Zukunft eigentlich auf das aufspringen und es gibt immer mehr Leute, die da wollen, oder? Also die Arbeit ist um.